Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mit einer scheiß Frisur heute mal. Ich war seit 4 Monaten nicht mehr beim Friseur. Ich hatte einfach keinen Bock, ich war viel zu faul hinzugehen. Wir sind heute mal wieder an einem Spot, wo ich schon mal war, in 2 Videos. Wir sind bei Philipp zu Besuch und Joshua ist auch da. Natürlich Corona-konform, wir haben einen Corona-Test gemacht. Wir haben ein richtig krankes Trampolin einfach stehen. Das ist genauso gut wie bei uns im Training früher immer, die Trampoline. Kennt man vielleicht auch schon aus dem letzten Video. Und Philipp fängt jetzt direkt an mit einem 1-2-4 in Kabooms. Joshua leint. Ich weiß es nicht. Ich war seit einem Jahr nicht mehr auf so einem guten Trampolin. Ich habe richtig Angst vor der Höhe. Meine Rota ist zwar da, aber ich habe einfach kranken Respekt, diese Höhe zu springen. Da dauert es noch eine Weile, bis ich wieder eingesprungen habe. Das wird hoffentlich noch. Und vielleicht sehe ich auch noch was Krankes. Ich werde der beste Tricker der Welt. Nein, nicht Tricker. Ich werde den World's First Triple Tag auf Wiese machen. Okay, eigentlich wollte Philipp bloß ein Quad setten vor dem Mittagessen jetzt, um ein bisschen das Gefühl reinzubekommen. Jetzt geht er direkt auf Quint. Ja, 5 ist eine schönere Zahl. Ja, 5 ist eine schönere Zahl. Und dann würde ich sagen, es ist viel zu krank. Er setzt direkt einen Quint. So knapp. Es könnte gehen, wenn wir wirklich alles darauf legen, auf den einen Versuch, den Quint zu ziehen. Und ich probiere jetzt nochmal eine Combo, die ich letztes Jahr im Airpark in Stubai gezogen habe. Triple Kaboom, Kaboom Full In, Triple Kaboom. Bisschen tricky, aber ich glaube, ich sollte es hinbekommen. Triple Kaboom, Kaboom Full In to Triple Kaboom habe ich noch gezogen, aber leider nicht mehr richtig gelandet. Ich hatte irgendwie nicht ganz so viel Power und immer noch so viel Angst vor der Höhe auf dem Trampolin. Jetzt sind wir gerade zur Donau gefahren und springen noch ein bisschen von der Brücke. Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer hat das springt? Wer macht ein Brett, okay? Ein offenes Brett. Schweizer, ja. Okay. Nee, wartet klar. Kurz. Also, ein Brett. Schweizer. Ein offenes Brett. Ich will eigentlich ein normales machen. Ist in Ordnung. Schweizer. Okay. Schnick? Schnack? Nö. Servus. Okay, ich bin schon mal raus. Nein! Ja, Mann! Gefällt mir. keine Scheu zeigen. Schaffst du. Okay. Für die Gains. Ich freue mich auf so ein richtig geiles offenes Brett. Das muss schön zwiebeln, gell? Schön offen lassen. Ja! Geil! Nice, er leint. Ich muss dann hinterher später. Nice! Oh, das schmeckt, das schmeckt! Okay, ich send gleich auch noch eins hinterher. Mal schauen, ob mein offenes Brett genauso gut wird wie ihres. Ich habe so das Gefühl, dass meins ein bisschen schlechter wird. Aber ich gebe mein Bestes, offenes Brett zu machen.
Ja, es sieht doch irgendwie höher aus. Es ist 5,50 Meter. Ja, passt schon. Mach ich auf und das Brett runter. Das wird safe nicht gut werden, ne? Ach, es geht schon. 3, 2, 1. Sehr schön. Oh, das hat gezwiebelt. Ich zitter zu hart. Das war's mit der heutigen Session auf dem Trampolin. Da habe ich leider nicht so viel rausgehauen, weil man sich erst so ein bisschen eingewöhnen musste. Nach einem Jahr ohne irgendwie richtiges Trampolintraining auf einmal wieder auf so einem kranken Trampolin. Ist ein bisschen anstrengend. In Zukunft könnten mehr Videos kommen mit einem North Athlete. Aber das war's erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, haut rein.